Was geht ab, ihr Geinschnittchen? Wir haben mal wieder Bock, wir spielen eine Runde. Wer bin ich? Und zwar... Hallo. Chris hat Jay gegeben. Ja. Jay gibt mir und ich Chris. Das ist richtig. Geil. Ja. Ich fange einfach an. Mach mal. Mach Gut. mal. Ich bin menschlich. Ja. Ja. Ich lebe noch. Ja. Ja. Ich bin real. Ja. Ja. Wieso ist Jay sich da nicht sicher? Wenn wir das mal Doch. Real oder nicht? Entschuldigung, ja, hä? Du bist real. Okay, ich bin männlich. Nee. Das bist du nicht. Okay. Schade. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich real? Nein. Schade. Das ging schnell. Okay. Bin ich ein Mensch? Nein. Okay. Ich bin das weiblich. Das ging noch schneller. Was hast du gesagt? Ich bin weiblich. Ja. Ja. Okay, geil. Ja, ich frag mal. Okay, ich bin schon erwachsen. Ja. Ja. Okay. Ich bin Mensch. Ja. Ja. Okay. Ja. Irgendwie schauspielerisch tätig. Ja. Okay, ich moderiere auch. Nein. Nee. Nee. Also bin ich fiktiv. Ja. Oh, war ja. Und bekannt bin ich aus dem Bewegtbild. Absolut. Ja, man kennt mich aus Filmen. Nee. Man, nee. Also es gibt Filme, also okay. Nee. Es gibt, Moment, also es gibt Filme, nee. Wenn du nee. Vorkommst. Ja, okay, aber... Nee, nicht. Ist das so? Ist das nicht so? Ich hätte gesagt, nein. Also vorkommen, nicht Hauptrolle oder so, wa? Vorkommen. Ich hätte gefragt, bekannt bin ich aus Filmen, also nein. Ah, nein. Nee, bekannt nicht. Nee. Nee, bekannt auf keinen Fall. Ging gerade eher um, ob du darin vorkommst überhaupt. Ich hätte gesagt, nein. Dann nein auch. Dafür. Aber vielleicht bin ich auch lost. Würde mich nicht wundern. Nee, ist ja okay. Okay. Ich bin fiktiv. Ja. Bin eine Zeichentrickfigur. Nee. Okay, ich bin eine weltweit bekannte Schauspielerin. Nein. Schade. Ganz bekannt. Okay, also ich komme, also ich, man kennt mich nicht aus Filmen, da war sogar die Frage, ob ich überhaupt drin vorkomme. Also sage ich mal, ich bin ein Videospielcharakter. Das ist richtig. Puh. Immerhin. Der Videospielcharakter ist männlich? Ja. Ich bin der Hauptcharakter eines Spiels. Du bist der Hauptcharakter eines Spiels, würde ich sagen, kann man so sagen. Das ist schlecht. Eines ja, aber so eine Art von Hauptcharakter wie ein Jon Snow Hauptcharakter ist. Ja. Ja. Also ist es nicht bist jetzt nicht Lara Croft vom Tomb Raider Film, wo es wirklich nur um eine Person geht. Der Charakter kommt in einer Serie von Videospielen vor. Ja.
Ja. Es gibt mehr als zwei Teile mit mir. Ja. Ja. Uff. Ich sag mal, die Spiele sind eher so Rollenspiele. Ja. Ja. Ja, fangen wir einfach. Also, ich bin aus dem Witcher-Universum. Nein. Nee. Schade. Ich bin kein Zeichentrick. Ich bin aber fiktiv und ich bin kein Mensch. Oh, Leute, dann wäre ich ja auch in der Serie. Okay. Ich bin animiert. Yeah. Ja. Bist du. Ich bin ein Tier. Mhm. Hätte ja auch sein können, dass ich ein Außerirdischer bin oder sowas, ne? Wenn ich kein Mensch bin. Ich bin ein Tier. Ein animiertes Tier. Ich bin für die. Ja, das ist schon jüngere Zielgruppe. Also, ist, keine Ahnung, das ist halt. So, es ist ein lustiger Film. Oder, Entschuldigung, ist ein lustiges Werk. Bevor ihr nachher kommt, das ist nur eine Serie oder sowas. Ist ein lustiges Werk, ja. Ja. Okay. Das ist, ich komme in einem Film vor. Ja. Ja. Ich komme in einer Serie vor. Ne. Ich glaube zumindest kenne ich die dann nicht. Ich kenne die auch nicht dann. Ja. Okay, ich bin Deutsche. Ja. Ich mache synchronsprecherische Sachen. Nee. Du bist nicht ja, Helena nicht. Taylor. Da gibt ja viele. Bin ich aus dem Blizzard-Universum? Ja. Ja. Okay. Komme ich aus dem Warcraft-Universum? Ja. Ja. Bin ich Teil von World of Warcraft? Ja. Ich bin Teil der Horde. Nein. Okay. Damn. Gut, dann keine Serie. Man kennt mich hauptsächlich aus mindestens einem Film. So. Ja. Es gibt mehrere Filme? Ja. In denen ich mitspiele? Okay. Lustiges Tier, was animiert ist. Okay. Boah. Scheiße. Jetzt müsste ich. Komm in einem Schreckfilm vor. Nee. Mhm. Scheiße, ich bin nicht Esel. Damit. Ich wusste nicht, was ist denn nochmal der, wer war da, DreamWorks? Nee, was war denn, oder war das Pixar? Ich glaub Shrek war ist DreamWorks, glaube ich. Ja. Ah, DreamWorks, okay. Ich hätte nach DreamWorks fragen sollen, ich wusste aber nicht, ob es Pixar ist oder DreamWorks. Okay. Ich bin YouTuber. Nee. Bin ich Teil der Allianz? Ja. Ich bin ja ein Mensch, hatten wir gesagt. Ach, fuck. Ja, wobei? Gibt's Menschen überhaupt Teil der Horde? Ach, das war dumm. Habe ich mich auch gefragt.
Ich hab schon mal oder sitze auf dem Thron von Stormwind. Ja. Was? Nicht? Nee. Okay, dann okay. Nicht. Da sahst du nicht. Gut. Schade. Ich komme in einem Pixar-Film vor. Mhm. Ja, super. Müsste ich mal wissen, welche Filme denn von Pixar nochmal sind. Okay. Also, ist eine, würdet ihr sagen, ich bin eine Disney-Figur? Ja, ist ja Pixar, ne? Ja. Ja. Kennt man mich hauptsächlich auch als Disney? Also, würdet ihr mich als. Also, nur weil ich bei Pixar bin, würde ich jetzt mich. Also, ich würde jetzt nicht Obi-Wan als Disney-Charakter bezeichnen, nur weil halt, ne? Die halt Star Wars gekauft haben. Deswegen ist die Frage, ja. Bist man hauptsächlich. Bin ich Disney-Charakter? Also, kennt man mich als Disney-Charakter? Wie, keine Ahnung, Pluto, Mickey Mouse, Goofy, whatever. Ne, dann würde ich glaube ich sagen nicht. Oder? Ich finde die Frage echt schwierig, aber. Also. Ich glaube nicht. Es gibt doch, es gibt ja Walt Disney und Walt Disney hat schon, Marvel und sowas wie Star Wars gekauft. Keine Ahnung, die Iron Man ist jetzt kein Disney-Charakter, also würde ich dir ein Nein geben. Okay. Okay. Okay, was? Boah. Okay, ich bin kein. Ich mach Schauspiel. Ich komme in Filmen vor. Nee. Nee. Was? Okay, ich bin Teil der Allianz und Mensch, habe aber in Stormwind nie auf dem Thron gesessen. Ich war ja. Habe ich männlich gefragt? Ja, habe ich. Ich bin männlich. Okay, ich hätte zwei Richtungen. Die eine ist sehr spezifisch. Ich komme aber aus Stormwind. Nee. Oh, das ist schade. Hätte ich jetzt dann auch Nein gesagt. Oh, warte. Ach ja, egal. Bram, bist du ja auch meiner Meinung? Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Sehr gut. Ich bin kein richtiger Disney-Charakter, aber ich bin Pixar. Ich war jetzt gerade so dumm gedacht, ja gut, dann bin ich ja Marvel oder Star Wars, weil es nichts anderes gibt. Aber da gibt es ja gar keine Pixar-Filme. Da kennst du nicht die guten Pixar. Ja, das ist okay, ich bin vielleicht Chewbacca oder sowas, aber hä? Ey, den würde ich nicht als Tier bezeichnen. Ach ja, ich bin ja ein Tier. Oh. Man kennt mich aber hauptsächlich als Pixar-Charakter. Ja. Ja. Okay. Jetzt muss ich einmal kurz Disneyland durchgehen. Okay, also, was gibt es alles in. Was gibt es animiert in Disney? Ich. Disneyland, boah, okay. Alter. Mir fällt gerade spontan nur Ratatouille ein. Nur. Halt die Frage, ob es Ratatouille ist. Ich könnte Remy sein. Ich habe den Film aber noch nie. Oh, ich könnte Nemo sein. Ah, okay. Ich sag mal so, ich lebe an Land. Nee. Nein! Verdammte Scheiße! So eine Kacke! Ich hab gerade mal nachgeguckt, in Disneyland Paris gibt's da was. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay. Scheiße, Mann! Ja, nein! Ich komme in einer Serie vor. Ja. Geil. Bin die Hauptcharakterin der Serie. Ja. Mhm. Das ist eine deutsche Produktion. Ja. Ja. Ich bin lustig. Ja. Manchmal schon. Ja. Okay, ich bin aber auch so lustig, wie man das so von Comedians und so gewohnt ist, so in die Richtung. Nee, du bist kein Comedian. Nee, aber auch so Gabi Köster mit hier oder Das Amt oder so, diese alten deutschen Serien. Nee, da würde ich auch sagen, das sind ja auch alles noch nebenbei so Comedians, weißt du, die haben ja teilweise auch so Stand-Up-Programme. Also, nee, du bist kein Comedian. Nee, das geht in die falsche Richtung. Das wäre Quatsch. Nee, ist ja gut. Okay,
bin ich ein Zauberer? Nein. Nein. Glück. Ja. Kein Zauberer. An wen hast du denn nochmal, an wen du gedacht hast? Wie ist der Typ denn nochmal, der Alte? Ja, das ist eine gute Frage. Okay. Dem habe ich ein Buch schon gelesen, aber ja, wie hieß denn der? Der da in dem... Der ist mit durch die Zeit zurück, ja, in dem Dreiteiler. Ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Okay. Die Bücher waren cool. Ich lebe nicht an Land, ich lebe im Wasser. Ja. Okay. Ich bin Teil von Findet Nemo. Ja? Ja. Fuck my life. Okay. Okay. Es gibt zwei Versionen. Also theoretisch könnte ich entweder... Also mir fallen drei Charaktere ein, ja. Wobei ich halt Nemo sein könnte. Ich könnte Dory sein oder ich könnte der Vater von Nemo sein. Ich habe keine Ahnung, wer der Vater von Nemo heißt. Gibt sonst noch was von Nemo? Das sind immer nur drei. Findet Nemo besteht nur aus drei. Ich bin ein Hauptcharakter aus Findet Nemo. Ja, würde ich schon sagen. Ja, okay, jetzt gibt's wirklich nur noch Dory und Nemo. Okay, scheiße. Okay, 50-50. Okay. Pass auf, ich gehe, vielleicht seht ihr ja noch. Ich bin ein Fisch. Ja. Ja. Okay, ich bin kein Kraken oder ich bin nicht hier meins. Obwohl, da wäre ich ja auch. Würde ich ja an Land leben. Okay, scheiße, so. Wie kann ich jetzt das noch präziser machen, außer zu wissen, dass ich Dory oder Nemo bin? Und vor allem, wie kann ich herausfinden, mit einem Ja safe, wer ich bin? Das ist halt schwierig, weil entweder könnte ich sagen, ich bin weiblich oder ich bin männlich. Dann könntest du aber auch durch den Namen Nemo sagen. Wobei ich weiß nicht, ob ich... Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob ich ehrlich gesagt, ob Nemo männlich ist oder nicht. Ich bin... Nemo. Nein. Nee. Nein! Okay. Fickte Scheiße. Ich komme in so einer typischen 1000-Folge-Produktion vor, egal ob das GZSZ ist, nur die Liebe zählt oder nicht nur die Liebe zählt, alles also was zählt. 1000, du meinst in einer Soap? Ja, genau, in oder? So einer Soap, ja. Nee. Nee, keine Soap, okay. Keine Soap. Keine Soap. Boah, ich bin gerade echt überfragt. Ich bin Teil der Allianz und ein Mensch. Guck mal hier, männlich. Wie gibt es denn da noch? Da gibt es noch einige. Bin ich ein Paladin? Ja. Ja. Ist das der Mentor hier von Arthas? Du meinst Uta? Ja. Uta Lightbringer? Genau. Ist das deine Frage? Das ist meine Frage. Dann nein. Das ist schade. Ich bin vergesslich. Nein. Bitte was? Bist du nicht. Was? Also du vielleicht schon. Was? Dein Charakter ist nicht vergessen. Okay. Okay, dann auch keine Soap. Aber so ziemlich jeder Deutsche kennt mich. Also in Deutschland bin ich schon... Das ist eine krasse Frage, Ich würde sagen, du bist national bekannt. Okay. Also, doch schon. Doch. Ich würde schon sagen, dass du national bekannt bist. Okay, und ich sag mal, ich bin... Einer, der noch nie Fernsehen geguckt hat, wird auch Will Smith nicht kennen. Ja, das ist richtig. Aber gut, aber es ist schon so, die meisten werden mich... Okay, und ich bin schon, weil ich auch national bekannt, hat auch gedauert, ich bin über 40. Ja. Ja. Bin schon mal älter. Okay. Ich singe auch. Nee. Okay. Wäre lustig.
Krass. Achso, ich bin dran. Ja. Okay, Paladine. Habe ich was zu tun mit dem Ashbringer? Moment, was war Ashbringer nochmal? Das ist das Schwert. Das ist das Schwert, was aktuell Anduin trägt, wa? Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Das ist irgendwann mal korrumpiert worden. Ashbringer ist dieses geile Paladin-Schwert. Ja, genau. Okay, ja. Nein. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Nein. Weil das war, glaube ich, auch von einem Paladin. Ja, ich glaube, dann würden wir dir den nicht geben, wenn man den nicht kennen würde. Wenn wir auch nicht mal den Zauberer kennen, wer es relativ wichtig war. Also wenn es Medivh. Gleich, wenn man nach, also, wie der hieß. Medivh. Nee, Medivh ist der. Nee, Medivh war der Chef von ihm. Der Trainer, der Mentor. An Katar, Khadgar, Entschuldigung. Khadgar, den meinten wir. Ja. Meinte ich Khadgar? Meinst du Khadgar? Das ist der in die Zeit zurückreist, da hier in durchs nochmal durchs große Tor. Ach Vorder. So, nee, dann haben wir aneinander vorbeigeredet. So. Khadgar ist der auch die hier bei den Instanzen dann ist, ne, und durch die Zeit reist in WoW. Ja, ja. Nee, ich war eher so bei den Büchern. Ach so, Alter. Also wie gesagt, die Dreiteiler Krieg der Ahnen kann ich echt Büchern, empfehlen. In den Büchern, es gibt sicherlich Bücher oder eine Person, wo auch dein Krasus Paladin vorkommt. Krasus war das. Okay, klar, wer Krasus ist. Ja, okay, da bin ich wieder dran, ne? Ja. Bin ein Clownfisch. Ja. Doch, ich bin ein Clown. Da muss ich der Vater von Nemo sein. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Der heißt Marlin. Dann bin ich Marlin. Du bist Marlin, ja. Ja. Alter. Meine Fresse. Okay. Ich hätte das nie heraus. Also, ich mache eigentlich nur meine Serie. Ja. Also zwischendurch macht man noch mal ein bisschen irgendwo hier, aber so eigentlich, so, weißt du, so Ingolf Lück mäßig. Der hat halt nur die Wochenshow gemacht. Oh, Ingolf Lück hat mehr gemacht, glaube ich, als außerhalb von der Wochenshow, als die Person, die du bist. Aber dann würde ich sagen, ja. Ist sicher? Also man kennt dich eigentlich, man kennt sie einfach auch nur daher. Also woher denn sonst? Ach so, yeah. Aber ja, weil die Frage, ja. Ja. Okay, dann heißt, ich bin so hier die Serie. So, ich bin deutsch, ich bin schon älter. Wer ist denn schon alt? Aber ich singe nicht. Das ist halt so eine Sache. Irgendwann hat sich doch fast jede Schauspielerin noch mal probiert, daran irgendwo zu singen. Ich model auch? Nee. Nee. Wäre witzig. Schwierig ist, ich bin ja ein Mensch. Da gibt's wenige bei WoW. Oder bei Warcraft. Ja, ich habe WoW schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, weil Paladin hätte auch ein Zwerg sein können, aber ich bin ja ein Mensch. Was gibt es denn für Zwergen-Paladine, Alter? Nicht Muradin, auch einer. Ist er nicht nur König? Oh, Paladin war kein Paladin. Muradin. Was bist du denn? Hab ich da schon? Achso, der kam aus Stormwind. Wo kann ich denn noch herkommen? wo kann man noch herkommen? Wenn man Mensch ist. Komme ich aus South Shore? Nein. Okay. Was ist denn das? Das ist ganz unten. In Azeroth ganz unten. Ach doch! Oh mein Gott, ja. Okay. Ich bin schlank. Oh, das ist eine sehr subjektive Frage. Okay. Ich bin. Dann streichen wir das. Ich bin stark übergewichtig. Würde ich jetzt so nicht behaupten. Also, ich würde nicht sagen, dass du stark übergewichtig bist. Nee, ich versuche gerade nach Merkmalen zu gehen. Weißt du, so Kalli, also Reimer Kallmund, ja, der war ja stark übergewichtig. Einfach. Geh doch lieber. Ich will keine Tipps geben, aber. Bei dem würde ich sagen, war der mal, ja. Ja. So, und hätte er also, weißt du, wenn du jetzt ein Ja gesagt hättest, dann wären ja viele Charaktere weggefallen.
Ja, Chris, du bist. Komme ich aus Lordaeron? Ja! Ach, guck mal, das habe ich ganz vergessen. Tja. Gehöre ich dazu dieser Königsfamilie? Absolut. Cool. Habe ich irgendwann mal so ein Schwert gefunden, was Frostmourne heißt? Das ist richtig. Ach cool, nämlich Arthas. Das ist richtig. Ha! Nice. Geh mal die TV-Sender durch, Bram. Okay, geh mal dadurch, ja. Ich komm. Also, als wäre nach Körpermerkmalen zu gucken. Alles klar. So, wir gehen mal rüber. Ich bin in RTL vertreten. Ja. Was? Ja. Okay, ich komm auch in Pro7 vor? Nee. Nein. Okay. Okay, wir bleiben bei RTL. Ich komme aus dem... Boah, was gibt denn da? Ich komme aus GZSZ. Nee. Nee, scheiße, war ja keine Soap. Okay, scheiße, hab ich... Okay, ich komme aus dem Dschungelcamp. Nee. Nee. Da warst du noch nicht. Wär witzig. Hey, ich Bock drauf. Okay, keine Soap, aber trotzdem schauspielerisch tätig. In der Serie. Was für eine Serie gibt's denn... auf RTL, die regelmäßig kommt. Ich laufe aktuell noch. Ja. Nein. Ja. Also ja. Dann. Boah. Also ich laufe, ich bin auch der Star der Serie, die noch läuft. Ja. Ja. Absolut. Ja, yeah, ich glaub dir das, aber ich... Okay, welche, was für Serien laufen? Ich bin so nach 20 Uhr Serie. Nee. Nee. Ach so. Nee, gar nicht. Okay, das heißt, ich bin so früher, also so 16 bis 20 Uhr Serie. Sag ich dir sofort? 16 bis 20 Uhr? Ich würde nein tippen. Nee. Nee. Okay, ich laufe von 12 bis 16 Uhr. Ja. Okay, was läuft von 12 bis 16 Uhr auf RTL? Mittagsmagazin läuft doch da immer. Aber das ist keine Serie. Ah, da läuft. Das ist keine Serie. 12, aber. Oh, ich bin Richter. Ja. Richterin, also Richterin. Ja. 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 Ja gut, ich bin Barbara Salisch. Ja, ja. Du bist Barbara Salisch. Oh, nice. Die läuft seit September auf RTL. Ja, aber vorher liefen 2000 Folgen auf Sat.1. Arthas ist auch kein Mensch mehr aktuell. Das ist richtig, ja, wir suchten ja nach Arthas und nicht nach dem Lich King. Ja, das stimmt. Ist ja auch nicht mehr. Auch nicht nach Arthas suchen. Lich King ist ja auch schon. Außer, da hat sich jetzt was getan in dem letzten Spiel, wo ich das noch nicht wusste. Ja. Ja. Ich kenne da die Story leider auch nicht mehr. Ja. Okay, ja, geil. Dann. Das war cool. Alle durch. Hat er herausgefunden. Der hat gewonnen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss. Tschüss. Tschüss.